schrauben, dann können die uns nie einholen. Nicht? Und also da müssen wir hier aussteigen. Und im Grunde ist es eigentlich so, dass selbst dieses Zugeständnis des Nachholens für andere Nationen von uns verlangt, dass wir eigentlich zu einem Nullwachstum kommen müssten. Also, aber das ist auf der politischen Ebene. Ich sage ja, ich arbeite regional und da geht es schon darum, dass man eben auf eine Lebensform setzt, die nicht durch und durch durch dieses Steigerungsprinzip bestimmt ist. Wir haben in unserem Institut mal eine Tagung gemacht, die jetzt auch als Buch erschienen ist, Kritik der Leistungsgesellschaft. Und da kann man eben sehen, dass dieses Leistungsprinzip, was ja eigentlich aus dem Bereich der Arbeit stammt und des Wirtschaftens, bei uns den Freizeitbereich jetzt ergriffen hat. Mhm. Und was da herauskommt, ist eigentlich kein humanes Leben mehr. Nicht alle, es geht uns so gut. Und trotzdem sind wir alle im Stress. Und überall reicht es nicht. Und wir glauben immer, dass wir nach wie vor im Zeitalter der Knappheit leben. Ob de facto wir in der Affluent Society, in der Überfluss- und der Verschwendungsgesellschaft leben. Was soll man machen? Man muss im Grunde an der Basis anfangen. Der Einzelne muss umdenken und mit seinen Freunden und Koalitionen bilden und eine andere Lebensform einführen. Damit sind wir beim Menschenbild. Es gibt den Homo economicus, der auf Profit schaut. Es gibt vielleicht auch den Homo ökologicus, der eben dieses Kriterium, das Sie genannt haben, der Natur, aber auch der Solidarität mit anderen Völkern, mit anderen Menschen darauf hört. Sind wir Menschen denn, wie sehen Sie den Menschen, in uns so gemischt oder gibt es einfach die verschiedenen Ausprägungen? Also ich glaube, man muss immer einen Unterschied machen von dem empirischen Menschen, so wie er herumläuft. Mhm. Und insofern ist er natürlich ein Produkt der Geschichte und der jeweiligen sozialen Verhältnisse. Nicht? Und davon kann man unterscheiden, den Menschen, Heidegger nennt das in der Modus der Eigentlichkeit oder das wahre Menschsein oder den humanisierten Menschen. Das heißt, es hat sich auch immer Ideale ergeben, haben sich immer Ideale ergeben, nach denen man sieht, wann eigentlich der Mensch seine Menschlichkeit wirklich lebt. Und da können wir natürlich in unserer Zeit sagen, dass leider unser Mitmensch sein Menschsein vielfach versäumt. Das ist ganz schrecklich. Also er hat eigentlich häufig gar nichts vom Leben. Ich habe das gerade gesagt, wir leben in der Überflussgesellschaft und niemand ist glücklich. Mhm. Alle stehen unter Stress. Was ist das für ein Wahnsinn, nicht? Überall fehlt es, nicht? Wir gehören zu den reichsten Nationen und das Bildungssystem klappt nicht und die Krankenversorgung klappt nicht. Wir haben einen Pflegenotstand. Das ist doch unfassbar, nicht? Also das heißt also, der Gesichtspunkt der Humanität des Lebens, der muss in die Debatte gebracht werden. Und auch jeder einzelne Mensch muss sehen, unter welchen Bedingungen kann ich mein Menschsein wirklich leben. Also ich will jetzt mal ein möglichst trivialen Beispiel darstellen, nämlich wo es eigentlich bloß um die ästhetische Erfahrung geht. Nicht alle Leute reisen durch die Welt zu berühmten Orten. Zum Beispiel man reist an die Akropolis, dann ist man da und nichts passiert. Man erlebt nichts. Was soll man machen? Man fotografiert und fährt wieder nach Hause. Das heißt also, die Fähigkeit, sich beeindrucken zu lassen, sich einzuschwingen in eine Situation, sinnlich offen zu sein für die Welt, das muss eingeübt werden. Und das, würde ich sagen, ist ein Stück von Humanität. Aber es gibt natürlich ganz andere Bereiche. Vor allem, also, wir leben über unseren Leib hinweg. Nicht? Das ist, wir manipulieren, also die meisten unserer Mitmenschen tun das, manipulieren unseren Körper von Tag bis in die Nacht. Und wie eine Maschine wird er dahin und dorthin gesteuert. Aber so etwas wie eine leibliche Erfüllung, ein Gefühl der leiblichen Präsenz kommt dabei nicht auf. Man ist sich selber fremd.
Übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt für die Ethik leiblicher Existenz. Ich sage, man muss überhaupt erst mal durch Übungen sich selbst kennenlernen und lernen, im eigenen Leibe zu wohnen. Erst dann kann man ein mündiger Patient sein und kann eben entscheiden, ethisch entscheiden, welche Art von Therapie man akzeptiert und welche nicht. Wir müssen unser Leben ändern, höre ich heraus, wenn ich Ihnen zuhöre. Sie haben in den 90er Jahren Briefe an Ihre Töchter geschrieben, auch publiziert. Was würden Sie denn heute Ihren Töchtern in einem Brief schreiben? Damals in dem Buch ging es eigentlich vor allem darum, wie wird die nächste Generation der Frauen, dass sie Weiblichkeit leben können, nämlich nach der Emanzipation. Nicht? Was werden die Frauen daraus machen? Heute würde ich sagen, dass ich das nicht mehr so geschlechtsspezifisch die Frage stellen würde. Natürlich, ich habe 5 Töchter, deshalb lag das nahe, mich darum mal zu kümmern. Aber heute wäre vielleicht ein Buch fällig mit der Frage, wie lebe ich ein menschliches Leben? Das ist ja für mich auch das eigentlich das Ziel der Ethik auf der Basis des Individuums, nämlich das Menschsein selbst gut zu leben, nicht etwa ein guter Mensch zu sein, sondern gut Mensch zu sein, adverbial. Das Menschsein selber sollte gut sein. Deuten Sie uns noch eine Antwort auf diese Frage an? Ja, also ich muss es vom Negativen sagen, damit habe ich ja auch schon angefangen, nämlich, dass man das, was uns durch den Zwang der Verhältnisse entgeht, also leiblich-sinnliche Existenz, überhaupt leibliche Existenz, dann das Pathische. Das heißt, wir leben eigentlich immer vom Handeln her. Wie kann ich das und das machen und herstellen? Aber die Frage ist doch, wie halte ich mich so, dass mir etwas geschehen kann, mir etwas erfährt, dass ich ergriffen werde? Also eine Offenheit gegenüber menschlich Ergreifenden bis hin also zum Thema auch Leidbereitschaft. Nicht das müsste eigentlich eingeübt werden, um wirklich human zu leben. Und das geht bis dahin, bis zu diesen Fragen, die Sie selber angedeutet haben, bin ich bereit, unter Umständen auch ein behindertes Kind zu haben? Oder bin ich auch bereit, dann zu sterben, wenn andere Leute sagen, der liebe Gottes will, oder wenn ich sagen würde, wenn meine Natur soweit ist. Ein Weckruf für die Menschlichkeit. Damit schließen wir. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Böhme. Gut, ich danke Ihnen auch. Dieses Gespräch können Sie auf unserer Website nochmal sehen oder aber Sie kaufen es auf DVD bei Schweizer Radio und Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@srf.ch.